Alter, was geht ab, Leute? Hong hier mit einer weiteren Folge Hong Reacts. Ich habe euch gesagt, ich werde dieses Jahr noch darauf reagieren und ich frage mich eigentlich, wieso habe ich so lange nicht darauf reagiert? Das ist eigentlich so ein Top-Kandidat für eine Reaction. Und zwar ist es das IV-Battle. Folge 1, Gen 1 und Folge 2, Gen 2 gegen Julian. War damals eine klasse Zeit, war echt ein cooles Projekt. Grüße gehen raus. Hat mich auch sehr viel weitergebracht. Viele von euch haben mich dadurch kennengelernt und es war eine coole Sache. Und ich bin Julian sehr dankbar dafür, für diese Gelegenheit, für dieses Battle. Julian hatte damals vor kurzem zugegeben, dass er Maps verwendet. Für mich war das seit Anfang an selbstverständlich. Für mich war das nie etwas Verwerfliches. Und ja, dann hat er das zugegeben. Und irgendwie kam ich dann auf die Idee, ihn herauszufordern und zu schauen, wer mehr 100 hatte. Denn anscheinend war er ein sehr, sehr aktiver Map-User. Und aus irgendeinem Grund hat er angenommen. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann haben wir das IV-Battle gestartet mit ein paar veränderten Regeln, nicht nur 100er, sondern 100er haben 5 Punkte gegeben, 98er 3, 96er 2, kann das sein, irgendwie sowas, 1, auf jeden Fall, ich weiß noch, 100er haben 5 Punkte gegeben und ich hatte nur 100er gejagt und dafür habe ich am Anfang eine Menge Hate bekommen, dass ich die 98er nicht gecheckt habe, weggeschmissen habe und so. Das ist ja Battle von Gen 1 und jedes 98er ist sozusagen, wurde von irgendwann von dem 100er ersetzt. Und ich hoffe auch, dass ich diese zwei letzten, das Taurus und Lapras, die habe ich nur in 98 auch irgendwann mit 100 ersetzen werde. Also klar, die Zeiten haben sich geändert und man kriegt nicht von jedem einen 100er und man ist auch zufrieden mit 98 Lucky oder sowas. Vor allem, wir reden gar nicht von Legendären, weil Legendäre ist natürlich was ganz anderes. Da kennt ihr ja, mein Minimum ist da 96 Attack 15. Wir reden jetzt nur von den ganz normalen Sachen. Auch so, was weiß ich, Kripuk zum Beispiel, von dem hat ja jeder nur 2, da wäre ich easy zufrieden mit einem 93er oder 96er Lucky oder sowas. Auch von den meisten natürlich 100er muss am Start sein. Und ja, starten wir mal das Video. Ihr könnt gerne unten in den Kommentaren schreiben, ob ihr euch daran erinnert. Ah ja, noch eine Sache. Viele fragen mich hier, wann kommt man das nächste IV-Battle? An sich nie, weil das war einfach das perfekte Timing damals. Das waren andere Zeiten. Erstens, es gibt keinen Gegner. Zweitens, das mit den IVs hat sich natürlich so stark geändert. Damals liefen die Maps noch nicht gescheit und nicht andauernd und es gab keine Purchase und so und das, damals war es halt noch ein echt Geheimnis und noch eine echte Aufgabe-Challenge, die 100er zu jagen. Danach kam halt Purchase und so und ich habe es oft gesagt, hätten wir ein Gen 3 Battle gemacht, dann würde es so aussehen, erstes Pokémon, Hong 100, Julian 100, zweites Pokémon, Hong 100, Julian 100 und so weiter, denn danach war es halt viel, viel leichter und viel offensichtlicher, wer von was ein 100er hat. Und damals war es halt echt noch ein großes Geheimnis und so und das kann nicht wiederholt werden. Aber naja, schauen wir mal. Hey Leute und herzlich willkommen zum lange versprochenen 100% IV-Battle beziehungsweise jetzt allgemeinen IV-Battle zusammen natürlich mit Hong, dem Herausforderer und ja mit unserem, ich sag mal, Schiedsrichter Johannes, den habt ihr auch schon im ein oder anderen. Also erstmal muss ich sagen, Alter, ich war so nervös. Was soll ich sagen, Alter, ich mache immer noch zum Spaß Videos, aber da habe ich gerade erst angefangen. Ich wusste nicht, wie ich mich vor der Kamera geben soll, dies, das. Und Julian ist natürlich krass. Julian war damals schon krass. Julian ist heute immer noch krass, noch krasser. Und ja, das war ein Video, das, wo viele draufschauen werden. Oder ihr wisst, was ich meine. Und viele haben gesagt, ich war arrogant oder so. Oder dies, das. Ganz ehrlich, ich war einfach nur aufgeregt. Ich war einfach nur nervös. Ich habe nicht dran gedacht, wie ich mich vor der Kamera gebe oder wie ich rüberkomme oder wie ich wirke. Ich hatte einfach nur Eierschlackern. Einfach nur Eierschlackern. Ein anderes Video von mir gesehen und der stellt euch jetzt auch eigentlich direkt mal die Regeln vor. Davor noch kurz, wir nehmen das Ganze so auf. Erste Generation bei mir in diesem Video, zweite Generation bei Hong. Link in der Videobeschreibung zum Video und zum Kanal. Lasst ihm auf jeden Fall mal ein Abo da. Ich finde, er hat auf jeden Fall auf Ärger. Abos momentan noch. Macht regelmäßig viel Regeln. Auf Ärger, Mann. Vielen Dank. Mäßiger als ich Videos und dementsprechend solltet ihr es auf jeden Fall abchecken. Vor allem natürlich das IV-Battle und jetzt ja, kommen die Regeln, wie gesagt. Ja, also die Regeln sind ganz simpel. Wir fragen für jede Familie ein Pokémon stellvertretend ab. Und für die verschiedenen IVs gibt es verschiedene Punkte. Für 100 IV gibt es 10 Punkte. Ah! Für 97,8, also gerundet 98. Gibt es 5 Punkte, ja. 95,6, also 96,
gibt es 3 Punkte. Und 93, für 93,3, oh mein Gott, also gerundet 93, gibt es einen Punkt. Und ja, drunter gibt es eben gar nichts. Und ja, die Gewichtung machen wir eben deshalb, weil 100er viel, viel seltener als 98er sind. Es gibt eine mögliche Kombination aus, wenn es ein wilder Spawn ist, 4000 oder sowas und ein Dreh vielleicht auch 3000 für 100%. Und es gibt halt schon 3 für 98 und bei 96 dann eben noch mehr. Und gerade deshalb haben wir uns für die Gewichtung entschieden. Das Ganze macht ihr jetzt auf einem ausgedruckten Blatt hier, tragt das Ganze ein. Und ihr könnt das Ganze ebenfalls machen, während ihr das Video schaut, indem ihr einfach das Spreadsheet in der Beschreibung runterladet und eure eigenen Pokémon nebenher durchgeht. Vorausgesetzt, ihr habt die vorher schon bewertet. Falls nicht, stoppt das Video, bewertet eure Pokémon und dann kann es losgehen. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mit Pokémon Familie Nummer 1. Das wäre Bisasam, Bisaknosp und Bisaflor. Los geht's, Bisaflor. 100. Ja, 98 leider nur und wir bewerten es dann auch direkt, damit ihr die V nachrechnen könnt. Ich habe sogar 3 98er, ich weiß nicht, bei dir wahrscheinlich ähnlich viele 100er, aber es zählt immer nur eines von jeder Familie. Damit 10 Punkte für Hong und 5 Punkte nur für mich. Den 13 habe ich sogar mittlerweile schon weggeschmissen. Ich ein 96er, beziehungsweise vielleicht auch 2. Und wieder 100. Ja. Wieder die Punkte an Hong an der Stelle und ich bewerte mal einfach das hier. Habe ich bei einem Raid bekommen. Turtok. Wieder 100. Ja, da habe ich endlich auch mal 100er und das habe ich schon ewig. 14.11.2016. Damals aus einem Ei bekommen, glaube ich. Smackbo. Nix. Ja, okay, nix. Da habe ich ein 98er Safcon. Ich muss sagen, ich habe nix, weil damals wurde nicht alles gescannt. Und der Müll wurde halt nicht gescannt. Es wurden nur die Top-Spawns gescannt auf IV. Und erst später, nachdem ich mich stark dafür eingesetzt hatte, wurde dann auch alles gescannt. Inklusive Hornlio, Gaupi, Taubsi und sowas. Und deswegen habe ich, glaube ich, von da nicht so viel. Ja. Und ich habe den Müll natürlich nicht auf 98 gescannt. Also 100 oder weggeschmissen. Schon wirklich, dass die IV so richtig ausgerechnet wurden, ist schon eine Weile her. Aber ja, bei Hong ist eben das Problem, er schickt alles, was nicht 100 hat, hat er in der Vergangenheit eben weggeschickt, genau. Das ist ein bisschen bitter natürlich jetzt. Sidon. Nix. Da hätte ich einen 96er Hornio. Digga, was für 96er Hornio, Mann? Das ist ein Taubos. Moment. 100, wo ich weiß. Ja, hätte ich auch einen 100er. Aber Moment, ich muss den noch suchen. Ich kann dir sagen, er hat sicher nicht mehr dieses 96er von Leo. Farmen jetzt gerade. Konnte ich gerade noch nicht alle verschicken. Sind schon den ganzen Tag hier in den Parsing-Arkaden in München, da kommt einiges an Taubsi natürlich zusammen. 100er. Radikal. Auch 100. 200er Radfahrts bei mir, also. Ah ja, ich auch. Heute einen hier in Parsing gefangen. Krass. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Moment. Die Stream-Code noch. Ibizak. Da habe ich auch nichts, also ich habe da auch nichts. War bestimmt mal ein höheres dabei bei einem von uns, aber man achtet einfach nicht so drauf. Harbok. Leider nichts. 98er Rettern bei mir. Digga, den hat er sicher nicht mehr. Party-Reitschuh. Aber habe ich seitdem 100. Party-Reitschuh. Da hätte ich, also das ist der Party-Reitschuh. Also das ist auch krass, wir haben alle verschiedenen Pikachus gezählt. Und bis dahin hatte ich sogar noch jeden den 100. Seitdem nicht mehr und ich sammle die eigentlich auch gar nicht mehr. Gibt seitdem zu viele Mützen und ich habe zu viele verpasst. Ich kenne auch viele, die sammeln noch alle und haben sich auch durch Tauschen sozusagen alle gesichert, aber die Sammlung habe ich aufgegeben. Da habe ich einen 100er Pikachu mit 58 WP, zwar nur, aber. Die werden übrigens alle einzeln, das ist mal die erste Ausnahme hier. Weihnachtsreitschuh. 100. Da müsste ich kurz schauen. 93. Ash-Reitschuh. 100. Ja, da ist auch bei mir nur 93er am Start. Und übrigens, Pichu werden wir auch nochmal einzeln. Genau. Shiny-Reitschuh. Leider nichts. Bei beiden nicht vorhanden, leider kein Geld für das Ticket nach Japan gehabt. Raichu. Leider nichts. Da hätte ich einen 96. Stimmt, normales Pikachu habe ich voll spät gefahren. Da sind halt auch nur 3 Punkte. Weiß noch, da kam ein 100er Pikachu rein. Wir waren auf gelber
kleiner gelber Arena-Tour und keiner wollte den holen. Die wollen leider, was heißt leider, die wollen halt die Arenen weitermachen und das Pikachu habe ich mir dann erst in Oberhausen geholt, glaube ich, war das. Ein paar Monate später. Also die Hunderter hauen wesentlich mehr rein. Sandama. 100. Ebenfalls. Oh. Nidoqueen. Moment. 92. Ebenfalls und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 93er Nidoran. Boah, wie clean aufgekabelt. Einfach keins hat mehr, es ist so sinnlos. Und ja, eins muss ich noch kurz bewerten. Nidoking. Leider nichts. Da hat es mit dem Wunder geklappt. Ist noch gar nicht so aus alt. Dem Ei wahrscheinlich. Noch nicht entwickelt. Pixie. 100. Ebenfalls. Noch nicht entwickelt. 15 WP Level 1 von Light. Wo soll denn die Event habe ich denn? Vulnona. Leider nichts. Noch nicht. Auf den 100ern, das haben wir erst vor kurzem. Oh mein Gott, er hat ihn geholt! Das ist ja schon in Karlsruhe. Oh Mann. Zufällig gefangen. Ein paar haben es auch geplust und schon vorher verschickt, bevor man es bewertet hatte. Das war für manche echt belastend. Knubbeluff. Leider nichts. Leider nichts. Auch ein 100er. Boah, zerstört! Oh, Julian holt auf. Ja. Jetzt kommt eigentlich Golbat, aber das machen wir in Gen 2 mit X-Bat. X-Bat, ja. Weiter mit Giflor. 100. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich habe 100% Giflor. Ich habe die Leute. Aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier zählen soll für Generation 1 oder für Generation 2. Entscheidet sich jetzt. Ich glaube, auf den 98er noch nehmen oder so, wenn du eins hast? Habe ich nicht, ne. Ich habe leider nichts, sag ich nur, bei Giflor. Okay, ja, Pokert. Ja, schauen wir mal. Tamasekt. Da hätte ich einen 98. Ich hab nicht mal irgendeinen Beutel gehabt. Irgendwas. Okay. Das war früher halt so mein Lieblingsprestiger, deswegen war es mir da wichtig. Ja, Parasekt war krass. Ansonsten okay. Nicht so viel. Parasekt war echt krass zum Magen hochleveln. Aber da war die IV egal. Wieso hab ich eigentlich keinen. Ah, ja, ja. Das war schon mit dem neuen Arena-System, oder? Ich glaube schon, danach habe ich alle für Arena hochpushen weggeschmissen. Und Julian zieht übelst vor. Zum Gebrauchen, vor allem im neuen System. Omod. Warum nichts? 98er wieder. Ja, mit seinen 98ern und seine 5 Punkte, die er sich immer ergeiert. Diktri. Diktri, leider auch nichts. 98. Das ist schon wieder seine 5 Punkte, Mann, der sich da schnappt. Ja, da bin ich wieder am Start, 100. Das war mein erster 100er. 298er. Mein allererster 100er. Das werde ich auch noch kurz. Enteron. 100. Das war mein zweiter 100er. Ich bin bei meinen Eltern daheim gefangen. Zweiter 100er. Kann man mitnehmen, so ein 100er. Razaf. Oh mein Gott, Razaf! 93. Oh mein Gott! Ihr wisst, den habe ich erst vor kurzem, 3 Jahre später. Über 2 Jahre später habe ich den erst bekommen. Manky Quest, kämpfe einmal in einer Arena. Vor einer Woche, 2 Wochen, habe ich den endlich bekommen. 10 Punkte jetzt, Alter! Oh Mann. 1 Punkt, yay. Arcani. 100! Oh, da hatte ich so lange nur einen 93er und dann habe ich hier an den Arkaden einen 98er im Alter. Leiden. Letzte Woche. 2000er! Bonus hat der Kerl. Ich hab 1000, what the fuck? Da habe ich 100 Kopse. Hab leider noch keine Bonbons dafür. Um den jetzt zu entwickeln für die Challenge. Müssen wir nicht, ich habe auch einen 100er Quapso und das werde ich auf jeden Fall schon mal für das Quapo zählen. Es gibt ja dann noch Quaxo, was wir dann. Okay. Zu das Generation 2 natürlich zählen. Simsala. 100. Ja, da hätte ich einen 98er. Habe ich 100er. Ja, das dachte ich. Ich glaube sogar 2 oder 3 kann es sein. Ja, Simsala. Richtig heftig. Und das sind halt die Pokémon, auf die kommt es drauf an natürlich eigentlich. Es kam kurz Werbung von Julian. Wir machen mal weiter. Jetzt kommt das Wichtigste. Macho Mai. Habe ich auch 100er. Da kann ich mir auch ein 100er sichern. Ich hätte nur eins, Julian. Wie viel hast du genau? 3. Boah, ich bin neidisch. Hä, hast du nicht auch mehr? Ja, mittlerweile habe ich 9 oder so. Ich habe einen 100er und 98er und dann noch 2 96er. Satz. 10 Jahre. 10 Jahre. 100. 100? Ebenfalls. Und der wurde ersetzt von dem Shiny. Nicht Shiny. Von dem Lucky 100er. Tentoxa. Mein erster Lucky 100er. Hätte ich einen 96er und es war mal ein 100er in der Stadt. Diese ganz 96er, 95, 98er, 3, 5 Punkte. Ich hab genau das geholt. Zerstören. Geobatz.
100! Ja, davon bin ich schwer ausgegangen. Ich habe tatsächlich nur einen 96er, weil ich beim Gesteinsevent halt nicht daheim war. Da hatten wir sogar eine IV-Map. Galoppa! Oh, da habe ich mal keinen 100er, sondern 96. Oh. Das Krasse ist, diese 96er habe ich ja dieses Jahr erst gemaxt. So lange nichts Besseres bekommen. Dann, also über zwei Jahre, nur diese 96er nichts Besseres bekommen. Und ungelogen, innerhalb einer Woche, nachdem ich den gemaxt habe, kam das 100er. Ohne Map, das war ja Map-Todzeiten, habe ich irgendwo irgendwie gefangen. Ich check den Beutel und da ist es einfach das 100er Punite. Zwei Jahre nichts, weißt du, nicht mal ein 98er. Und eine Woche, nachdem ich das 96er maxe, kommt einfach dieses 100er in meinen Beutel. Danke. Danke, Niantic. 98er. Ja, man merkt schon, bei dir ist es entweder 100 meistens oder halt gar nichts. Das ist echt bitter, also klar. Aber war lustig, die Regel, also. Ich bin jetzt nicht nachtragend oder so, also ich fand's schon lustig. Und das war eigentlich eine sehr, sehr gute Idee mit den 98 5 Punkten, 93 3 Punkte, 91 1 Punkt. War sehr gut, auch wenn er dadurch viel, viel mehr Punkte bekommen hat. Fand ich die Idee super. Lamus. 100. Ebenfalls. Und da muss ich definitiv den, noch das Set ändern. Den hätte ich bei Lushoking. Magneton. Lushoking zählen soll. Leider nichts. 100er Magnetilo. Oh, nice. Oh, das hätte ich echt gerne. Ja. Das ist mal nachts bei uns gespawnt. Ja. Als ich bei euch war, glaube ich, sogar. Und auf dem Heimweg. Porenta. Habe ich leider noch keinen. Ja, wie gesagt, Ticket nach Japan war zu teuer. Was für ein Porenta, Mann? Habe ich leider auch nichts. Aber ich habe seitdem Porenta. Es gab mal ein Event. Da gab es bei uns Porenta, überall wild und Storytime. Ich habe damals so viel gezockt, ich hatte Softban. Jedes Pokémon, das ich gefangen habe, ist geflohen. Und das Event hat irgendwann abends angefangen und ich hatte kurz davor den Softban kassiert. Dann kam das erste Porenta rein, das habe ich mir nicht geholt. Und dann habe ich halt geschlafen. Und dann in der Früh am nächsten Morgen kam ein Porenta rein. Und das habe ich geholt. Und kurz bevor ich da war, habe ich halt gehofft, dass der Softband weg ist, weil man weiß nie so genau damals, wie lange der gehalten hat. Und habe den Ball geworfen, er ist zum Glück drin geblieben. Und kurz danach hatte ich wieder Softband. Das wird das, ja, 93. Dodri, ah ja, den habe ich auch gerade zu spät bekommen. Bei dem Purge erst. Jugo. Habe ich tatsächlich 100. 200er. Ich habe auch 100er. Sehr cool. Nice. Jetzt haben wir zusammengefangen. Und damit würde ich sagen, erstmal einen Cut, ne? Ja, erster Break. Slimog. 100. 100er im Raid vor kurzem. Oh, im Raid? Hä? Slimog im Raid? Ah ja. Zweier Raid oder so. Ich erinnere mich noch an meinen, der war verrückt. Zwar. Der war ganz München dort. Das war so ein Topspawn, weil Slimer war damals schon selten. Das war so einer dieser Topspawns, wo halb München immer dahin gefahren ist. Das waren echt geile Zeiten. Du weißt, einer dieser krassen Spawns, wo halt München dort ist und ganze Straßen voll. Das ist echt geil. Ja, das wollte ich unbedingt auf 100, weil ich es mega cool finde. Ja, ist echt geil. Und ja, 15.07., also echt nicht lange her. Austausch. Oh, Mushas, den habe ich auch relativ spät bekommen. Mushas habe ich echt spät bekommen. Jawohl. Gengar. Habe ich auch ein 100er im Angebot. Hab da nix. Was? Echt nicht? Krass, das hätte ich nicht gedacht. Gä? Wieso habe ich da nichts? Hä? Halloween-Event? Ah, nee. Halloween-Event kommt erst noch, weil 2016 war Halloween-Event. Und das war ja 17.08.2017 und Halloween 2017 habe ich den erst bekommen dann. Weil, ja. Woher sonst? Nee, kenn ich Halloween-Event. Wurde nicht was gegeben. Ah, shit. Hypno. 100er Traumato hätte ich. Oder nichts. Ja, die haben am Anfang ja alles überschwemmt bei uns in Europa. Also als das Spiel. Ja, Traumato war am Anfang echt überall. Kingler. 98? 100. Woher habe ich diese 98er? Sogar zwei. Kann der eins abgeben. Das ist erst, wo das 98. Elektroball. 100! 96. Der ist direkt vor der Uni gespawnt. Okay. Ich erinnere mich noch. Erstmal, Julian, fast 100 Punkte mehr als ich jetzt. Das war noch direkt vor der Uni. Bin ich schnell kurz rausgegangen aus dem Unterricht. Hab mir den geschnappt und ja. Gute Zeiten. Ich erinnere mich an viele von denen. Also, es sind auch Erinnerungsstücke. Also wieder
Kokowai. 100. Ja, habe ich auch ein 100er Obai, was ich eben nicht. Er hat bei jedem, wo ich 100 habe, auch 100. Und bei jedem, wo ich nichts habe, hat er 5 oder so. Macht der einzelne Pflanze, Pflanze, die Dinger sind mega. Ja, schon. Knogger. Hätte ich nichts. Was? Nix. Nicht nur beim Hello. 98er hätte ich da. Ich habe einen 100er bekommen, der hier. Kikli. 93. Nichts. Oh. Kam aber ein 100er in München. Das war 3 Tage bevor die Map bei uns gestorben ist. Okay. Nokchan. Nokchan, ihr wisst, habe ich auch dieses Jahr lange gejagt. Rocket Stops sei Dank, habe ich 100er Nokchan bekommen. Also Rocket Stops, echt eine coole Sache. Ich habe da jetzt 200er neu bekommen, die ich sonst nicht bekommen hätte. Das ist einmal Nokchan und einmal Knackleon. Ich glaube sogar noch einen. Müsste ich mal abchecken, aber ist echt eine coole Sache. Ich habe viele 100er dadurch bekommen. Und wie gesagt, mindestens 2, die komplett neu waren, die ich halt sonst nicht hätte bekommen können. 89, also nix quasi. Ja, ich auch nicht. Schön. Da bin ich wieder am Start. 100. 91. Oh. Auch nix. 91 ist doch ein Punkt. Smogmog. Moment. Smogon, 100. 96. Ah ne, 93 ist ein Punkt. Rizeros. Hab ich sogar einen mit 0%. Aber oh, das ist krass. Ist das dein einziges mit 0? Ja, also bei dem es mir aufgefallen ist. Ja, ich hab Bibor mal durch Zufall dann entdeckt. Aber bei Rizeros 100. Ja, ich auch 100. Wahrscheinlich, ja, genau. Moment. Ja. Tangela. Tangela, mein Gott, Tangela. Es kam einer rein, Pflanze-Event, ich hab geschlafen. Ich hab sogar damals noch Philipp, also das war Tag 3 oder so. Die ersten 2 Nächte wurde nicht auf Tangela gescannt. Dann habe ich Philipp zufällig getroffen und gefragt, hey, was ist da los? Und dann hat er es erst umgeswitcht und genau in der Nacht war ich nicht unterwegs, habe gepennt. Und ja. Jetzt seitdem mache ich Tangela Raids. Was sonst? Bis ich einen bekomme. Leider kein über 90. Aber der zählt für mich für Gen 4 Tangelos, also Gen 1 zählt für mich. Gamma 96. Ja, leider nur letztes 89er. Heute Morgen kam 98er, ich war noch nicht da. Letztes Wochenende kam 100er, da waren wir beide noch nicht. Ja, also du warst schon da, aber irgendwie nicht ich. Also Julian und ich haben lange, lange nach einem 100er gelitten und den gejagt gesucht. Er hat ihn ein Event vor mir bekommen. Was waren das? Oberhausen? Oberhausen hat er, glaube ich, einen 100er Kangama bekommen. Und ich erst in Prag. Ich war nicht wirklich bei den Arkaden, ja. Leider, ja. Oh Mann. Golking. Hätte ich auch einen 100er? Ich auch. Okay, krass. Goldini. Die Wasserdinger sind einfach. Das stimmt allerdings. Hä? Was mit Seb? Achso. Sedra King ist das. 100er Sternblum. Ich auch. Das wird spannend. Pantymos. 100! 98? 100! Wow, okay. Oh. Rosanna! Nichts! Vorsicht, hier zählt das Baby nicht. Also zumindest nicht zur Gen 1. Genau. Da hätte ich einen 96er. Mhm. Electek. 100. Sehr cool, beide 100er am Start. Das ist wieder nice. Magma. Mhm. Leider nur ein 91er. 96. Ihr wisst, Magma und ich, keine Ahnung, keine guten Freunde. Den habe ich echt, was war das letzte Event? Den habe ich erst letztes Event bekommen. Was war das, mit den ganzen Bumi? Was war das für ein Event? Keine Ahnung, aber da hatte ich, das war ein gutes Event. Ich hatte alle 4 Bumis bekommen, 3 weibliche, ein männliches und Magma 100. Pinsir. Oh mein Gott, Pinsir-Pokémon. Pinsir, Alter! Finde ich auch ziemlich cool und ziemlich belastend, dass ich nur einen 91er habe. Da habe ich natürlich einen 100er. Wo ist Pinsir? Pinsir, Leute! Ich den zu bekommen. Heftige Story. Da war ich leider nicht in Amerika bisher. Ja, leider nur ein 84er von den 2, die ich fangen konnte damals. Gyarados. Gyarados, 100. Also, 100. Einige 100er, ja, wahrscheinlich auf beiden Seiten. Zu viele. Oida, seht ihr, so 3 Shiny. Shiny Gyarados.
Da habe ich keinen guten, alles schlechte Bewertung. Nein, ich habe gar keinen. Lapkos, Alter. Geh doch nicht, mach doch nicht Lapkos. Also yes. Selbst bei dem bis 98, das reicht mir dabei dann. Nein, das reicht nicht, Mann. 98 reicht nicht. Weil man das jetzt mit dem normalen EV-Rechner nicht richtig rausfinden kann, würde ich mal noch kurz ein bisschen Power abnehmen. Julian ist echt nervig. Leute das vielleicht nochmal genauer ausrechnen. Man kann bei Poker Assistant dann auch immer nach einem Power-Up nochmal verfeinern. Leute, die den nutzen, wie ich, werden Bescheid wissen. Ich denke mal, 5 Power-Ups sollten reichen. Ja, einfach ein bisschen Sternstoff noch ausbedienen. Durchs Button. Das ist ein Level 1, oder? Ja, das ist ein Burschen Level 1. Ja, 98. Ja, lauf auf einen. Ich hab auch ein Level 1er Lapras. Stolz drauf. Ja, das ist halt noch schwächer, weil es halt nicht so gut ist. War schon cool, wie die Pokémon damals aussah. Also, Sprites. Das ist schon krass, was es dazu kriegt. Okay, ich wäre soweit. 98? Ditto. Ja, jedenfalls 98 aus Miami. Das war ein richtig starkes Video. Ich hab vor kurzem letzte Max am Ende erst ein 100er Ditto gemaxt. Ja, einfach. Gen 1 komplett gemaxt. Ich hab mich anstrengend draufgeworfen, dann war es ein Ditto am Ende und ich war richtig überrascht, dass es dann trotzdem geklappt hat einfach noch. Jetzt kommt Evoli und wir zählen jedes Mitglied der Familie einzeln. Evoli. 100. Ebenfalls. Habe ich noch ein paar Aufgaben für die nächste Generation. Genau, Vollipurpa und Glaziola oder so, Generation 4. Sind die so sehr erst gekommen? Bereit. Aquana. 100. Ebenfalls. Also den habe ich gestern erst entwickelt. Auf gut Glück, ich wusste nicht mal, ob ich den Namen schon verwendet habe. Das ist mal hier Dedication für das Battle. Hätte natürlich auch ein Flamara werden können, das wäre leidend. Das ist echt leidend. Blitzer. 100. Ebenfalls. Sogar gemaxt beide. Flamara. 100. 100. Ebenfalls. Damals das schlechteste Set bekommen. Aber ja, mittlerweile kein Problem mehr. Ah ja, es gibt ja Terms jetzt. Amoroso. Da hätte ich auch ein 100er. Oh. So. Ja, Wasser-Event halt. Ja. Ah, der Vorsprung. Der Vorsprung ist übrigens gar nicht mehr so hoch. Aber das reicht trotzdem. 90? Nicht. Leider nicht. Aber der kam nicht beim Wasser-Event, das war komisch. Ja, stimmt. Ja. Aerodactyl? Da habe ich leider keinen guten. 93er, immerhin. 300er habe ich. Einen aus dem Raid, einen gebrütet und einen getauscht. Ne, getauscht nicht, 98er war so. Lucky 98er. Galaxo? Ich glaube, mein Bestes ist 91, also 0,5. Oh Mann, das ist echt belastend. Und ich habe 2 98er. Galaxo und ich waren auch nie gute Freunde. Obwohl wir eigentlich beide gleich aussehen. Aber ich habe 2 100er Mumfox seitdem. Und ein 100er Erlöst Galaxo habe ich dieses Jahr gefangen. Aus Raids bekommen für kurzem. Was ich aber nicht unbedingt den gebraucht hatte, weil ich habe jetzt 2 Mumfox los. Wäre in der 100 gewesen, ja. Und jetzt kommen halt die Legendären, wo keine Chance. Arktos. Okay, wir kommen zu den legendären Vögeln. Wie sieht's aus? Ich war damals auf Free-to-Play und ich habe gesamt vielleicht 3-4 Raids gemacht von jedem oder so. 91. Na, der nächste. Also 0, ja. Bei mir, das erste Arktos war ein 98er. Mhm. Ich habe so schlecht geworfen. Richtiger Glückspilz. Zapdos. Nichts. Wow, okay. Ja, auch 91. Gestern Morgen extra noch Raiden gegangen und es hat sich gelohnt, ein 96er war dabei. 11.8. Lavados? 93. Ja, auch hier wieder, also bei den legendären Vögeln der ersten Generation hatte ich so ein Glück. Der allerletzte. Hätte aber auch viel geradet damals, muss man sagen. 21.30 oder so, es lief noch 2 Minuten, 98er. Ich hätte, wie gesagt, ich war damals free to play. Zwischen habe ich 98er Lavados, 96er Zapdos, 98er Arktos, 3 Stück oder so. Eins davon shiny lucky. Aber legendär gesehen so eine Sache, also die sammle ich auch nicht im 100. Man könnte rein theoretisch genug Raids erzwingen, dass man von jedem 100er bekommt, aber das ist nicht mein Ding. So viel raid ich nicht so viel. Aber ich kann das muss nicht unbedingt sein. Und wir kommen zum letzten Dragoran. 100 natürlich. Ja, 100er muss sein. Ich denke mal, das Lieblings-Pokémon von sehr vielen Leuten. Ja, das war's. Ich habe die Auswertung direkt gemacht. Julian hat gewonnen. Die 98er haben wir gewonnen. Ja, ja die 98er sind das Entscheidende. 100er hat Hong auf jeden Fall viel mehr als ich, würde ich sagen. Fünf mehr. Fünf mehr, also das ist schon einiges. Hong hat 500er mehr. Recht viel.
Aber Julian, das hat er auch selber gar 15, 8. Der hat echt sehr viel drüber gedacht. Und das ist der sprengende Punkt. Ja. Ja, die ganzen Schrott 98er, die ich trotzdem mal aufgehoben habe, klar. Also, hätte Hong die aufgehoben, hätte es anders ausgesehen, auf jeden Fall. Hätte Fahrrad gehabt, aber die Bestrafung, ist ja nicht schlimm. Die werden wir als einzelnes Video demnächst hochladen. Ist nicht schlimm, genau. Bestrafung war, dass wir irgendwas maxen, was nicht wirklich eine Bestrafung ist, weil ich max eh alles, aber damals schon. Ihr habt ja seinen Staub gesehen und meinen Staub. Wir waren schon kleine Staubhorter. War auf jeden Fall abnormal coole Sache. Ja, was kann ich sagen, außer Danke und Grüße an Julian. Ich muss sagen, das war einer der krassesten Momente in Pokémon Go, in meiner Pokémon Go-Karriere, in meiner YouTube-Karriere, in meinem Leben. Daran werde ich mich noch immer, für immer erinnern wahrscheinlich. War eine coole Aktion. Danke an Julian, dass er das überhaupt angenommen hatte und da so dahinter steckte, weil ist natürlich nicht selbstverständlich. Wir waren damals so klein. Und Julian ist damals schon so mächtig gewesen. Ist halt der mächtige Julian. Und ja, dafür will ich mich bedanken. Hat mega Spaß gemacht. Wie gesagt, eine klasse Erinnerung. Und hat damals natürlich meinen Channel auch gepusht. Ziemlich stark gepusht. Oh ja, was geht ab an alle, die mich durch dieses Video kennen. 2 Jahre später, wir sind immer noch dabei, den Pokédex zu vervollständigen. Den 100er Pokédex. Vor ein paar Tagen erst das Mankey bekommen. Endlich 4,99 aus der Quest. Vor ein paar Wochen das Magma vom Event endlich und das Nocturne, das ich lange gejagt habe dieses Jahr. Ihr wart mit dabei und habt euch gefreut, als ich das endlich bekommen hatte. Ja, war eine coole Reise. Mal schauen, was 2020 bringen wird. Ich kann es mir so ungefähr vorstellen, aber mehr dazu demnächst noch. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst, Pokémon ist serious business.